Am Anfang war Struktur. Herzlich willkommen zum 61. Video auf dem Kanal Sternzeichen. Mein Name ist Pym und heute geht es um den Neumond im Februar 2022. Bevor wir in die Interpretation des Neumondes im Februar 2022 einsteigen, mache ich natürlich weiter mit der Besprechung der Planeten, so wie wir sie in den letzten beiden Videos schon begonnen haben. Und das letzte Mal haben wir als letztes die Venus besprochen und deswegen geht es jetzt weiter mit dem Mars. Mars wird beschrieben als das Kraftpaket. Also das ist Power, das ist Umsetzung, das ist Starterqualität, das ist Führung und Leitung. Mars ist der Gegenpol zur weiblichen Venus. Der Planet steht für Kraft, Mut, Durchsetzung und für Sexualität. Traditionell galt der Mars auch als Verkünder unglücklicher Entwicklungen, doch moderne Deutungen wissen um die energiegeladenen Chancen, die dieser Planet mit sich bringt. Also bei der Sexualität kommt man eindeutig schon zu dem Thema Tag- und Nachthäuser vom Mars. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Zu jedem Tierkreiszeichen gehört ein Planet und immer zu jedem Planeten gehören zwei Tierkreiszeichen. Und im Falle vom Mars ist das das Tierkreiszeichen Widder und das Tierkreiszeichen Skorpion. Und wo es um Kraft, Mut und Durchsetzungskraft geht, würde ich sagen, ist es eher die Energie des Widders. Und dann kommen wir zu dieser dunklen, etwas kreativeren Energie und die finden wir im Skorpion umgesetzt. Das Thema Sexualität, es geht auch ein bisschen um das Thema Fanatismus, um das Thema Beziehung und Partnerschaft aus männlicher Sicht. So wie die Venus eben da für diese schöne Ästhetik steht, kann der Mars eben im Skorpion im achten Haus auch sehr brutal werden. Das habe ich schon gesagt zum Mars gehören die Häuser 1 und 8. Haus 1 ist, ich zeige mich so, ich bin die und die Persönlichkeit, also das, wer bin ich? Und Haus 8 ist das Haus für den Tod und Wiedergeburt. Also da kann man zum Beispiel sehen in einem Horoskop, ob ein Kind ein Wunschkind war, wenn da viele Planeten drin sind, unter welchen Bedingungen das Kind auf die Welt gekommen ist. Das achte Haus steht auch für Tod und Transformation, denn Sexualität alleine für sich genommen bedeutet ja schon, einen kleinen Tod zu sterben. Wer einen Orgasmus hat, das wird ja auch mit dem kleinen Tod verglichen. Wie gesagt, das ist eine sehr männliche Form der Sexualität, die da beschrieben ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es sehr viele Künstler gibt, die eben das achte Haus betont haben. Und das sind die Leute, die eben mit großen Gerätschaften arbeiten. Das sieht man oft, wenn richtig Materialien verbogen werden. Zum Beispiel Jean Tanguy wäre ein klassisches Beispiel dafür. Der hat schwarze Maschinen gebaut. Und er hatte eine Ehefrau, Niki de Saint-Phalle, die hat so ganz bunte Figuren dem Ganzen entgegengesetzt. Und diese beiden zusammen waren so eine richtig schöne Verkörperung des Widerspruches von der Venus und dem Mars. Menschen, die einen stark positionierten Mars haben oder eben stark Widder positioniert sind oder stark Skorpion positioniert sind, sind sehr impulsive Leute. Sie reagieren oft voreilig und leider auch oft unüberlegt und sehr aggressiv, wie gesagt auch. Durch seine Risikobereitschaft eröffnet der Mars viele Perspektiven und Karriereoptionen. Mars geht immer einen Schritt zu weit und ist bereit, Grenzen zu sprengen. Da kommen wir später nochmal zu dem Planeten Uranus. Der hat eine ähnliche Qualität, aber der Mars hat auch diesen selbstzerstörerischen Teil sehr stark bei sich. Und das ist einfach dann etwas, wo man sehr darauf achten sollte, als Mars-betonter Mensch, dass man eben mal guckt, wie viel Scherben man um sich herum überhaupt kreiert. Selbst wenn man dann etwas erlebt, so als Mars-betonter Mensch, das nicht so verläuft, wie es sich gedacht hat, dann kann man nur sagen, ja, der Mars ist aber noch in der Lage, Erkenntnisse zu sammeln für neue Ereignisse in der Zukunft, die eben vielleicht auf dem, was er dann falsch gemacht hat, nur zu laut und zu heftig reagiert hat, ja, basieren können. Mars hilft,
an den eigenen Erlebnissen, eigenen Erkenntnissen zu wachsen. Mit Mars an der eigenen Seite kann man also zu neuen Ufern aufbrechen. Mars ist so das Ding, was uns irgendwann zu einer Entscheidung bringt, ne? Wenn Dinge lange vor sich hin dümpeln. Kleine Umwege, Sackgassen und Fehlentscheidungen müssen natürlich in Kauf genommen werden, da hilft nichts. Mars gehört als Metall das Eisen, so ist es gedacht. Alle Rottöne gehören mit dazu, es gehört der Feueropal mit dazu und all diese netten Dinge braucht der Mars. Und dann können wir schon weitergehen zum Jupiter. Der Jupiter, der Optimist. Der Jupiter stark betont im Horoskop, da zeigt sich das immer daran, dass Leute selbst in heftigsten Krisensituationen auch in der Lage sind, ein gewisses Maß an Selbstironie, Lebensphilosophie, Selbstbewusstsein und ja, wie soll man das sagen, grundsätzlichen Optimismus zu bewahren. Morgen ist auch noch ein Tag, ist ein klassischer Spruch für jemanden mit einem stark betonten Jupiter, einem stark betonten Fisch oder stark betonten Schützezeichen im Horoskop. Es sind grundsätzlich fast nur positive Eigenschaften, die der Jupiter verkörpert, so wie Optimismus, Zuversicht, Gerechtigkeit, Sinn, Selbstbewusstsein, Lebensphilosophie und der allgemeine Sinn des Lebens. Er gilt als Glücksplanet, da er auch für spontane Überraschungen sorgen kann, die für Freude stehen. Durch seine positiven Einflüsse ist er auch an der persönlichen Weiterentwicklung beteiligt. Also er ist der Planet des Lernens und zwar nicht des Lernens im kleinen Sinne, so wie der Merkur das macht und im wissenschaftlichen Sinne, sondern der Jupiter ist derjenige, der allumfassend lernt, der groß lernt, der so lernt, dass er die Menschen wirklich zu tiefen Erkenntnissen führt. Er ist mit dem 9. und mit dem 12. Haus verbunden. Das sind die beiden hochsensiblen Häuser. Und da steht er wirklich für den Kontakt zum Übersinnlichen, zum Übergeistigen. Tierkreiszeichen hatte ich schon genannt, Fische und Schütze. Und die Metalle sind Zinn. Und die Edelsteine sind sowas wie Schneeflocken, Obsidian, ein gewisses Maß an schwarzem Onyx. Dann was haben wir noch? Labradorit ist ein Stein, der dazu passt und Lapis Lazuli, um nur ein paar von denen zu nennen. Das sind alles Steine, die mit dem Reisen und der geistigen Weiterentwicklung stark in Verbindung gebracht werden. Der Jupiter steht für mich auch, das habe ich festgestellt, als Planet für das Loslassen des rein Weltlichen. Also ich habe bei Menschen, die, ich sage jetzt mal, sehr lange krank waren und dann irgendwann friedlich eingeschlafen sind, um zu sterben, festgestellt, dass diese Menschen sehr oft sehr stark Jupiter betont sind. Oder zu dem Zeitpunkt gerade über dem Mond oder der Sonne ein Jupiter-Transit haben. Und wenn dann noch ein passender Vollmond oder Neumond dazu kommt, dann ist das sehr oft der Moment, wo sie das Weltliche loslassen. Gehen wir weiter zum Saturn und setzen ihn dem Jupiter entgegen. Wenn wir irgendwann mal in die Göttermythologie einsteigen, dann muss man dazu sagen, Uranus ist der Großvater, Saturn der Vater und Jupiter ist der Sohn, was die Regentschaften angeht, bezogen auf den Götterhimmel. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, da kommt man vielleicht mal später noch drauf, wenn wir das ein bisschen intensivieren. Saturn steht jedenfalls für den Hüter des Gesetzes, also sprich, starker Saturn ist eine starke staatliche Einflussnahme. Man guckt also immer im 10. Haus für den Steinbock und im 11. Haus für den Wassermann, für die Gruppe. Das sind die beiden Tierkreiszeichen, die zum Saturn dazugehören. Und der eine, der Steinbock, hält sich penibel an Recht und Gesetz und der Wassermann sprengt auch mal das Muster und die Systeme. Ja, und das sieht so aus. Störfaktor ist der Saturn auch und er weist immer auf ungünstige Bedingungen hin. Zeitweilig hatte der Saturn auch den Ruf eines Unglücksplaneten, doch diese Sichtweise ist natürlich ein bisschen zu einseitig. Der Saturn verlangsamt häufig Vorgänge. Dies ermöglicht den meisten Menschen, die das annehmen können, die Dinge nochmal zu beobachten, wenn ein Wandel ansteht und eine Veränderung ansteht. Man kann im Prinzip sagen, Saturn macht so eine neunmonatige Schleife. Und wenn der Wandel nicht sein soll, dann blockiert er sozusagen diesen Wandel. Und wenn diese Entwicklung fertig ist, die der Wandlung vorauszusetzen ist oder vorausgestellt werden muss, dann geht's, wenn der Saturn mit Einfluss nimmt, plötzlich auch ganz schnell unter Umständen. Und da hat man das wieder, was noch nicht fertig ist, fällt unter den Saturn. Das wird ausgebremst im Steinbock und was schon sehr leicht ist, das geht dann mit uranischer Kraft voran, mit wassermannischer Kraft voran.
Und Uranus und Saturn haben auch sehr ähnliche Rhythmen auf einer ganz bestimmten Stelle. Also Saturn braucht 28,5 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu reisen. Und der Uranus braucht 7,2. Und da gibt es verschiedenste mathematische Übereinkünfte, wo die wirklich sehr gemeinsam in die Horoskope einwirken. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Der Planet Saturn sorgt dafür, dass sie sich nicht in Fantasiegespinsten komplett Hoffnung und Illusionen versinken lassen, sondern er schafft die nötige Bodenhaftung und sagt einfach, klar, man kann sich dies oder das wünschen, aber hey, das ist umsetzbar und sehe erstmal zu, dass du damit glücklich wirst. So ist es, glaube ich, am besten beschrieben. Wie gesagt, Saturnkürzel in Tierkreiszeichen Wassermann und Steinbock. Für Emotionen ist der Saturn nicht zuständig, er stellt sie in den Hintergrund und fördert für die Sachlichkeit alles Mögliche zutage, und das kann ja in verschiedensten Situationen sehr hilfreich sein. Also in der Rechtsprechung zum Beispiel ist es auch immer eine ganz feine Sache, oder wenn es um Gesundheiten geht, wissenschaftliche Forschung und sowas, und zwar wirklich fundierte Forschung. Planet Saturn hat das Blei als Metall, Blei schwer, passt ja auch, und blaue Steine wie zum Beispiel den Sodalit, und das ist das, was wir erstmal zum Saturn zu sagen hätten. Jetzt beim Schnitt vom Video habe ich dann gemerkt, dass ich weder zum Mars die nötigen Pflanzen angegeben habe, noch zum Jupiter, noch zum Saturn. Das möchte ich an dieser Stelle eben gerade nochmal nachholen. Also wobei es nicht für alle eine Pflanze gibt. Es ist so, dass man sagen kann, zum Mars, Widder vor allen Dingen, gehört als Pflanze der Löwenzahn und alle Frühjahrsblüher und die Herbstzeitlose zum Skorpion. Und zum Jupiter gehört der Lavendel zum Beispiel oder der Eukalyptus, wenn man etwas mehr auf der südlichen Halbkugel lebt. Und beim Steinbock, beim Saturn, und beim Wassermann, da muss ich ganz ehrlich zugeben, beim Wassermann gibt es Zilla, diesen ersten Frühblüher und die Krokusse. Aber eine richtige Pflanze, die zum Steinbock gehört, die gibt es jetzt tatsächlich im klassischen Sinne so nicht. Jedenfalls nicht, dass es mir so bewusst wäre. Und da es ja immer nur eine kurze Einführung werden soll und dann soll es ja weitergehen mit dem jeweiligen Horoskop, wenden wir uns jetzt dem Neumond im Februar zu. Wir beginnen jetzt mit der Übersicht über das Neumondhoroskop für den Februar 2022. Und ich würde dem Ganzen den Titel geben, am Anfang war Struktur. Und jetzt muss ich sagen, herrscht ziemliches Chaos, finde ich. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich dieses Horoskop jetzt erstmal als Bild anguckt, dann kann man sehr schön sehen, dass die Hauptbetonung im unteren Teil liegt, das heißt also in der unteren Hälfte, das heißt, da findet viel innere Entwicklung statt, die noch nicht so nach außen getragen wird. Klar, unsere Regierung findet sich noch, das ist ein Teil davon, wo das genau zu sehen ist, dass das dann noch ziemlich umeinander wirbelt, das sieht man auch. Es ist noch die Frage, wo sortieren die sich hin, bezogen auf Eigeninteressen und Fremdinteressen, da komme ich nachher im Detail nochmal drauf. Und das ist das, was man so erstmal dazu sagen kann. Interessant ist, der Aszendent auf 3 Grad im Steinbock verweist halt auf das letzte Neumondhoroskop im Januar. Und dann guckt man sich dieses unglaublich große erste Haus an. Da sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten zu finden. Und zwar Venus und Mars in Konjunktion, Pluto und Merkur in Konjunktion. Ja, und dann kommt eben der Neumond und Saturn, der noch durch den Wassermann geht und nicht allzu weit von dieser Neumond-Konstellation weg ist, also noch im Orbis, denn das sind weniger als 5 Grad, die der Saturn von dem Neumond entfernt ist. Dann geht es weiter im zweiten Haus, da haben wir dann Jupiter und Neptun. Und da geht es nach wie vor um dieses Thema der Impfungen, also so Vakzine, Gifte und andere Dinge, die uns von außen in den Körper eingeführt werden, die sind immer symbolisiert mit dem Tierkreiszeichen Fische, weil es sich dabei um etwas handelt, wo wir Vertrauen in andere Leute geben müssen, die uns dann eben, wie gesagt, einfach impfen und 100% sicher sein können wir uns halt nicht, ob die ehrlich sind. Das sind uns fremde Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten, was die wirklich damit machen. Naja, das lassen wir mal dahin. Gestellt. Dann folgt Chiron auf der Hausspitze von 3 und Uranus im Stier auf der Spitze von Haus 4.
Das reimt sich, ob es deswegen besser ist, da kommen wir nachher drauf. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass danach die Planeten im Prinzip ja gar nicht mehr eine Verbindung nach außen einnehmen. Und ja, Chaos regiert die Welt. Das kann man, glaube ich, im größten und feinsten Sinne hierzu sagen. Der Aszendent im Steinbock ist natürlich ein Hinweis darauf, dass wir uns Struktur wünschen, dass es eine Zeit ist, in der Struktur geschaffen werden soll und eine klare Gesetzeslage. Und es sind jetzt gleich vier Planeten in diesem Steinbock drin. Die prägen die ganze Geschichte natürlich vor. Das ist auch ein Rückgriff zum Beispiel auf die Zeit der CDU-CSU-Regierung. Das ist auch ein Rückgriff historisch auf leider auch so Sachen wie die Art, wie Propaganda geführt wird und die Streitigkeiten, ob Impfgegner denn auch einfach so behandelt werden dürfen, wie sie derzeit behandelt werden. Macron, der französische Präsident, hat ja ganz klar gesagt, dass er die Leute schikanieren möchte. Ich weiß nicht, was das soll, warum man Leute unbedingt schikanieren muss und dann wirklich meint, dass das gut bei denen ankommt und dass das vertrauensbildende Maßnahmen sind. Nö. So, es streiten sich die Geister, das kann man eben sehen. Mars und Venus in Konjunktion, da streiten sich Mann und Frau. Es finden sich andererseits auch neue Paarungen. Und Beziehungen werden vielleicht auf den Prüfstein gestellt und werden vielleicht entweder stabiler oder lösen sich dann total auf. Das wird man noch sehen müssen. Gespräche gehen unter die Gürtellinie. Das ist der Merkur mit dem Pluto zusammen. Und der rückläufige Merkur sagt auch, dass Dinge ausgesprochen werden, die seit Monaten und vielleicht auch schon seit einigen Jahren im Untergrund lauern und die nie wirklich kommuniziert wurden oder mal nach außen getragen wurden. Und da kommen vielleicht auch ganz schön viele Frustrationen jetzt mal an die Oberfläche, die Leute insgesamt mit sich rumtragen, bezogen auf das Leben als solches und die Art und Weise, wie unser Staat eben halt uns weiter gängelt und funktioniert. Mars und Venus, das ist so auch, wenn die zusammenkommen, so dieses Bild von der schönen, heilen Welt und das bekommt Risse und wird natürlich ganz schön umstrukturiert, wenn man da hinguckt und was das so ein Szenario gibt. Zur Merkur-Rückläufigkeit gehört auch das Panikmachen unserer Regierung, vor allen Dingen Herrn Lauterbach, der wirklich der Meinung ist, dass wenn man möglichst viel Panik verbreitet, die Leute dann garantiert zum Impfen rennen und alles so machen, wie er sich das vorstellt. Der Mann ist eine solche Flachpfeife. Er war die schlimmste Entscheidung ever, die man hat treffen können auf dieser Ebene. Tut mir leid. Also Spahn war ja schon kaum zu toppen. Aber hey, es geht immer noch eine Nummer bekloppter. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ein rückläufiger Merkur ist auch ein Hinweis darauf, dass zum Beispiel so Sachen zusammen mit Pluto zum Thema Todesfälle nicht so 100% stimmen. Ich finde das sehr dringend notwendig, hier genau zu gucken und genau zu überprüfen, wer darf was sagen, was wird gesagt und was wird vielleicht verschwiegen, damit die bis jetzige gesteuerte Richtung aufrechterhalten werden kann. Es sind sehr viele Pseudobegründungen und Halbwahrheiten im Orbit unterwegs und das betrifft Impfbefürworter genauso wie Impfgegner. Ich steige zum Beispiel immer noch nicht durch dieses Geboostere durch. Ich habe keine Ahnung, soll ich mich jetzt boostern lassen? Kann ich mich boostern lassen? Wo kann ich das machen? Also mich überfrachtet es gerade ganz ehrlich gesagt ein bisschen und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Der Deszendent befindet sich natürlich im Krebs und Krebs ist das Zeichen für den Rückzug und für das auf sich selbst zurückbeziehen. Ja, und wahrscheinlich bleibt einem auch gar nicht viel anderes übrig in der jetzigen Zeit. Nach wie vor ist es auch so, dass die starke Betonung da im Steinbock ein Trigon, also ein Dreieck, bildet zu dem Uranus im Stier. Und auch das ist wieder ein Hinweis darauf, Leute, bleibt einfach zu Hause. Man weiß nicht, was man machen kann. Man zieht sich wirklich immer weiter zurück nach Hause. Und was auf der anderen Seite passiert ist, ich glaube, es werden auch sehr viele zu Hause im Moment gesprengt, weil die Leute es einfach nicht mehr ertragen, sich auf der Pelle zu hocken. Und sobald also solche Sachen gesprengt werden, geht es natürlich auch los mit der finanziellen Sprengung. Es gibt wirklich zu viel Streit an der Stelle. Und ja. Das ist Uranus im Stier, dann der kommt aber erst später in der Kombination mit Pluto. Ja, Suizide, denke ich, werden mehr. Es werden auch Morde mehr werden oder zumindest häusliche Gewalt nimmt was ja massiv zu. Ja, aber unsere Regierung macht ja nichts Neues und nichts anderes. Die lernen ja nicht dazu. Man könnte natürlich auch noch mal ins Ahrtal gucken. Da kriegen die Leute immer noch keine Hilfen. Und es stagniert und stagniert und dieses Stagnieren, das passt unheimlich gut zum Steinbock-Aszendent und auch zu der Tatsache, dass wir ja letzten Monat noch Steinbock-Sonne hatten.
Es sitzt alles fest und es geht nicht weiter. So, im wortlichsten Sinne. Tja, gucken wir uns den Wassermann mal an. Hier haben wir die Sonne, den Mond. Logischerweise ist es Neumond an einer Position zusammen mit Saturn. Und auch das steht für Stagnation und dem Festhalten an alten Strukturen. Sollte ich da einfach eine ganze Menge zu erzählen können. Aber das ist es eigentlich schon. Es ist einfach klebrig und es geht nicht vorwärts. Ja, was soll man da sagen an dem Thema? Ne? Es wird der 1.2. der Neumond sein und der Februar plätschert also weiter lustig vor sich hin wie der Januar. Und wir dürfen uns nicht bewegen. Es ist einfach gruselig. Gleichzeitig bringt diese Kombination ein bisschen Würze in die ganze Sache rein, dass man so erste Proteste und so weiter mitbekommt, dass es da eben auf der Ebene auch deutlich lauter wird, zum Beispiel in Österreich. Denn das ist ein Quadrat zum Uranus im Stier im vierten Haus. Und das heißt, es gibt durchaus auch eine Menge Leute, die die Komfortzone Sofa inzwischen hinter sich lassen und wirklich nach draußen gehen und eben auch draußen versuchen, in irgendeiner Form tätig zu werden und mit der neuen Situation als solches zu arbeiten und eben auch neue Lösungen und neue Ansätze zu finden für unsere jetzige Situation. Da gibt es die verschiedensten Sachen, eben, dass weitere Impfstoffe entwickelt werden und zugelassen werden können, dass die Leute, wie gesagt, auch gegen Maßnahmen protestieren. Und Österreich gibt es so keine Impfpflicht, nach allem, was ich verstanden habe, weil das rechtlich so nicht zu verantworten ist. Und da müssen sich die jetzt Regierenden dort auch andere Dinge jetzt noch überlegen zur gesamten Pandemiebekämpfung. Naja. Die Engländer werden langsam mit dem Brexit etwas besser fertig und bekommen wieder Sachen geliefert. Das ist auch was Schönes. Ja, und viele, viele Projekte und Probleme laufen leider immer noch auf und werden nicht bearbeitet und sitzen quer. Gehen wir weiter zum Jupiter und zum Neptun in den Fischen. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet in meiner kurzen Zusammenfassung. Hier geht es eben tatsächlich um weitere wissenschaftliche Forschung bezogen auf die Impfstoffe, dann eben auch vielleicht auf Medikamentierung hinbezogen und so weiter. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass nur Kraft in die Impfstoffe reingesteckt wird. Und da verdienen einige Leute sich echt eine abartig goldene Nase. Und werden das natürlich auf gar keinen Fall nach außen kommunizieren, das muss man ja auch ganz klar so sagen, sondern hier hübsch die Klappe halten und das Geld kam heimlich und friedlich ein passieren. Was ich ziemlich irre finde, was sich da aber auch zeigt für mich, ist die Art und Weise, wie jetzt gesagt wird, die Impfung wirkt immer weniger lang und immer weniger lang und immer weniger lang. Und ich habe das Gefühl, das ist eine absolute Nullnummer, die dann irgendwann einfach zum Platzen gebracht wird. Es ist ein Sextil zu Uranus im Stier, der vielleicht noch als derjenige bezeichnet werden kann, der das Horoskop am meisten bündelt. Und das zeigt eben auch, dass da ein paar sehr starke finanzielle Interessen dahinter stecken und dass da wirklich ein paar Leute einfach ganz massiv sich die Kohle abkrabbeln wollen. Ja, zu Uranus im Stier habe ich dann an der Stelle eben auch schon einiges gesagt. Es sprengt langsam die Zuhause-Situation, das Gefühl, irgendwo heimlich zu sein. Die Situation dauert schon zu lange und da kommen wirklich ganz viele Streitigkeiten und Reminiszenzen inzwischen hoch, sei es in Firmen, sei es privat, sei es wo auch immer. Die Leute fühlen sich gegängelt und eingesperrt und in ihren Finanzen abgezockt und ja, man kommt einfach nicht voran. Als letztes könnte man noch einen Blick auf Chiron im Widder werfen und Chiron im Widder, da kann man ganz klar dazu sagen, ja, Spitze von Haus 3. Das heißt auch, dass man sich mit näheren Verwandten zerstreitet und auch auf dieser Ebene einfach keinerlei friedliche Einigungen zurzeit erzielt werden können. Das war das 61. Video auf meinem Kanal Sternzeichen Atelier für kreative Lebensbewältigung und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und nächste Woche kommt Kapitel 18. Von meinem Roman Fröhliche Weihnachten. Jetzt musste ich gerade kurz nachdenken, ob wir schon beim 18. Kapitel sind, aber ja, so ist es. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mit den kleinen Erklärungen zu den Planeten etwas anfangen. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.